Ich lese Medikamente im Test der Stiftung Warentest. 9000 Arzneimittel und geprüft und bewertet. Und ich bin angekommen im ersten farbigen Kapitel, das heißt Haut und Haare im Teil Akne. Und es werden Wirkstoffe alphabetisch vorgestellt. Und ich bin angekommen auf der Seite 21 bei Acelainsäure in Klammern äußerlich. Acelainsäure in Klammern äußerlich. Acelainsäure tötet Bakterien ab und hemmt die Entzündung. Das Ganze ist grün geeignet bei leichter bis mittelschwerer Akne. Die therapeutische Wirksamkeit bei Akne ist belegt. Die Teigbildung beeinflusst das Mittel jedoch nicht. Wichtig zu wissen: Etwa nach 4 Wochen sollte die Anzahl der Pickel abnehmen. Bildet sich die Akne mit der Behandlung zurück, können Sie das Mittel mehrere Monate lang anwenden. Die Arznei kann Lippenherpes verschlimmern. Die Haut kann sich röten und brennen. Spätestens nach 8 Wochen sollten diese Beschwerden nachlassen. Andernfalls sollten Sie einen Hautarzt aufsuchen, auch dann, wenn die Haut anschwillt oder sich Bläschen bilden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrung sollten Sie den Wirkstoff bei Kindern unter 12 Jahren nicht anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Im ersten Drittel einer Schwangerschaft sollten Sie Acelainsäure sicherheitshalber nicht anwenden, da noch zu wenige Erfahrungen vorliegen. In der Stillzeit müssen Sie darauf achten, dass der Säugling nicht mit den behandelten Hautstellen in Berührung kommt. Es geht weiter mit Benzoylperoxid in der nächsten Folge. Tschüss.